Hallihallo, da sind wir wieder. Ich bin die Lilly. Und die Anne von Anne Stempeldesign. Und heute zeigen wir euch den Juli im Detail etwas anderes. Jo, Wie genau. sonst? Und zwar der Monat von Monatsstempel Mai sind nicht mehr viele verfügbar. Der Juni neigt sich auch schon dem Ende zu und daher müssen wir jetzt agieren. Die Stempelmesse Süd steht an. Gerade noch mal den Flyer hier reinhalten. Da sind wir am Wochenende, sprich ab morgen. Heute bauen wir noch auf. Jetzt drehen wir noch schnell das Video für euch, weil wir dann nicht wissen, wie viel Mai dann noch Und Juni. Juni dann verfügbar sind. Versenden werden wir den Mai spätestens Ende nächster Woche. Genau. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Und Zeigen euch jetzt den Juli im Detail. genau. Und wir fangen an mit der Schrift, wie immer im Hochformat, den Juli. Ja, gibt es dieses Jahr immer im Hochformat. Und am besten beginnt der Tag mit. Ja, natürlich mit guter Laune. Perfekt. Wir hoffen auf ein Sommermärchen. Nicht nur in Bezug auf die Fußball-EM dieses Jahr. Vielleicht gibt es ja eins, wäre Ja, ja mal schön. schauen. Und wir warten auf jeden Fall nach dem vielen Regen, dass auch der schönste Sommer kommt. Bestimmt. Und Und der schönste Sommer passt auch perfekt auf die Stanze mit den abgerundeten Ecken von Crafty Motion. ja, die sind ein bisschen länger, also im Seitenverhältnis da etwas breiter. Und passt zu vielen Schriftzügen. Zeigen wir euch nachher noch einen, wo es genauso passt. Und Im dann. Sommer erleben wir viele prickelnde Momente oder nicht nur im Sommer eigentlich. Für prickelnde Momente kann natürlich auch mal schön als Geschenkanhänger gemacht werden für eine Sektflasche. Ja, oder Oder für Prickel Brause. oder Brause verschenken. Also da denke ich, ist es eine ganz gute Geschichte für die Bastler unter uns. Ja, und dann, jetzt ist die perfekte Zeit, um das auch mal. Da haben wir jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander hier. Genau, wir wollten einfach nur zeigen, dass es auch wunderbar zu diesen abgerundeten Stanze passt. Hier haben wir jetzt die mit Stitchline genommen. Wir haben die aber auch ohne Stitch, meine ich, gell? Ja. Ja. Und Ja. da passt es sehr schön dazu. Aber eigentlich jetzt ist die perfekte Zeit, um alle zusammen in den Urlaub zu fahren. Ja, oder. Ah. Dabei haben wir Reisefieber. Reisefieber und. Wir machen eine Pause. Ja. Und wir besuchen einen schönen Ort und wir erleben Ja. oder wir Ja. erschaffen großartige Erinnerungen, also immer Fotos machen. Auf jeden Fall ist das aufregend und manchmal sind wir sprachlos. Auf jeden Fall sind wir im Sommerglück. Jo, und das Sommerglück passt auch wieder wunderschön auf die Stanze mit den Die habe ich abgerundeten. hier. Ah, ja, hast du. Nochmal, die sind aus meinem Fundus. Hier fehlt eine, gibt es morgen auf der Messe. Ist schon eingepackt. Die ist eingepackt, die brauchen wir für den Workshop. Aber ist auch von Craft Emotion, wir können das auch nochmal einblenden. So, Und und passt schön zum Sommerglück. genau, im Sommerglück können wir auch zum Camping. Ja, wir gehen auf jeden Fall Ja, campen. wir nicht. Und Aber Reiseliebe gibt es nicht nur beim Camping, sondern die Reiseliebe überall. haben wir Ja. immer oder die meisten, manche reisen ja jetzt nicht so gern. Das Ja. gibt es ja schon. Die Reiseliebe passt auch wieder wunderbar auf die abgerundeten Ecken von Krealis. Und Städtebummler, die haben wir auch unter uns, gell?
Ah ja, mit Sicherheit. Mhm. Ja, also so eine Stadtbesichtigung finde ich auch immer cool. Also man kann eigentlich auch alles, ob man jetzt für ein Reisetagebuch oder für Mini-Alben, Urlaubsalben, Urlaubslayouts, ja. Also die kommen auf jeden Fall gut. Die Sommerlayouts, also nicht nur im Urlaub, sondern ganze Sommer über. Mhm. Ab und zu fahren wir mit dem Taxi. Zum Beispiel in die Stadt, ja. Und da da passt auch die quadratische Stanze, die ist von Crealis, hier haben wir die jetzt mit den Pünktchen genommen, geht natürlich auch abgerundet oder mit gerader Kante, aber kann man da gut nehmen. Im Sommer, oder auch nicht nur im Sommer, nämlich Eis geht immer. Eis geht immer und da kann man jetzt auch mal eine Einladung zum Eisessen verschenken. Wir haben ja noch so einen kleinen Icon dazu. Ja. Dieses Mini-Eis. Würde auch, kann man auch einen schönen Hintergrund damit, wenn man es abstellen. Genau, man könnte es auch verbinden mit jetzt ist die perfekte Zeit um. Es geht immer. Ja. Also gerade mal so schnell auf ein Eis. Einladen, ja. Und dazu. Da passen die schönen ovalen, quadratischen. Und die werden wir gleich noch sehen, die Quadrate passen noch zu viel, viel mehr. Das zeigen wir aber euch noch. Wir haben einen Mini-Klex dieses Mal. Weil den können wir dann nicht auch schön zum Eis stempeln. Mhm. Und auch zu den anderen, was noch so kommt, was nicht so riesig ist. Auf Monatsstempel Mai hatten wir schon die Bergliebe. Ja. Und da habe ich ja schon ein bisschen gespoilert, dass die Meerliebe noch kommt. Genau, die kommt jetzt hier. Ja, die passt auch gut. Kann man auch gut ausstanzen. So, das ist auch die mit den abgerundeten Ecken. Genau. Von Crafty Motion. Die ist sogar hier, das ist die kleine hier. Und das Herz kann man auch mal auch anmalen. Ja. Dann haben wir aber noch so, zu mehr Liebe auch passend. Ein paar Motivstempel. Genau, einmal Flipflops, die dann auch unterschiedlich ausgestanzt werden können. Das sind dann die quadratischen Stanzen auf dem Crealis mit abgerundeten Ecken. Geht natürlich aber auch mit den Quadraten mit Stitch. Und das passt dann auch eigentlich für alle, was wir da haben. Ja. Dann die Flipflops, wenn man da zum Strand geht, braucht man auch eine Strandtasche. Und die kann man dann entweder auch im Kreis oder im Quadrat ausstanzen. Man kann aber auch das zusammen auch kombinieren für eine Karte, finde ich. Ja? So. Ja, man könnte dazu dann noch. Ja. Das, da haben wir noch ein Boot, das auch zum Thema Strand ist. Ja, und das kann man auch in dem gleichen Format ausstanzen. Das ist eigentlich gut, wenn man es mal auch so hinmacht. Und dann Reiseliebe. Und man kann ja auch jemanden einen schönen Urlaub. Ich würde ein bisschen höher gehen. Ein bisschen höher. Da haben wir hier ein bisschen Platz. Also wir können das dann kombinieren mit anderen Stellen. Oder auch mit Sommerglück. Finde ich auch. Ja, passt auch sehr gut. Oder wieder eben die jetzt perfekte Zeit. Dann stempelt man es direkt auf den Aufleger und macht die Icons drunter. Finde ich, sieht auch gut aus. Ja. Und daher, also bei mir wandern die ins Reisetagebuch oder halt eben oder auf Layouts und Mini-Alben vom Urlaub. Aber für alle anderen geht es auch für Karten, diese ganzen Icons. Also ich finde die prima und perfekt zum Scrappen. Und dann kann man die sich auch immer farblich passend machen oder in rund oder in quadratisch oder direkt drauf stempeln. Hintergründe kann man damit kreieren. Und natürlich darf die Möwe nicht fehlen und auch die haben wir so. Ich finde auch, die Möwe passt auch gut zum Segelboot und dann das Steuerrad. Ja, die kann man super variieren untereinander, finde ich. Also da kann man schon viel machen. Ja, und wenn man in Urlaub geht, darf man... Und geht auch für ETCs. Ja. Dann packen wir ja den Koffer, den brauchen wir ja auch noch.
Der ebenfalls. Und der auch wieder passt. Genau, ja. So. Mhm. Auch passend ist. Das Tässchen ist natürlich so für die Camper typisch zum Camping. Die Tasse. Ja. Also wir haben solche im Wummel. Und die gehen auch in rund und in quadratisch, genau. Dann haben wir noch ein Icon. Ah ja, den Bikini müssen wir auch noch anfangen. Den finde ich auch ganz cool. Und so ein Strandhäuschen. Ja, darf nicht fehlen. Das Strandhäuschen geht auch, könnte man auch in der Reihe stemmen. Dann macht man es vielleicht mal auch ohne Fahne so. Oder auch mehrfach auf die Karte und koloriert sie unterschiedlich in der Farbe. Also Strandhäuschen mag ich auch sehr. Da gibt es auch nicht nur im Norden, war jetzt in Spanien am Atlantik, da gab es auch solche schönen bunte Häuschen. Na cool. Also, und wenn wir dann am Strand sind, dann haben wir ja mit Sicherheit Strandwetter. Ja. Bevor wenn wir zum Strand gehen. Genau, wenn Strandwetter ist, dann auf geht's zum Strand. Ja, was und auch super zum Ausstanzen geht. Da passt dann wieder auf die länglicheren. Diese hier haben wir die schon gezeigt. Ja, haben wir schon gezeigt. Gut. Wir haben auf jeden Fall Sonne und Sand, Salz auf der Haut, Wellen im Sinn. Ja. Sonne und Sand, Salz auf der Haut, Wellen im Sinn. Kann ich mir auch gut wieder so als Hintergrundstempel das vorstellen. Das war mein Gedanke. Ja. Ich mag das ja sehr, so ein bisschen hinter die Fotos mehrfach zu stempeln. Auch eins. Und oder auch so als Spruch. Geht's gut. Ja. Und wenn Sommerwetter ist, oder Strandwetter hatten wir gerade. Strandwetter. Dann haben wir noch das Fahrradwetter. Ja. Da kann man auch schöne Radtouren machen. Und dann sind wir drittfest. Mit oder ohne ich. Auf und jeden Fall. Abenteuer. Ja, genau. Und die Abenteuertour. Passt auch wieder auf eine Stanze. Ja. Also, ihr habt euch ja auch gewünscht in unserer Donnerstagfragerei. Mehr Dinge für Urlaub. Da sind sie. Ja, passend zum Juli 2024. Und sehr cool für alle. Ja, wie du schon gesagt hast, Reisetagebücher, Urlaubslayouts, Mini-Alben. Ja, oder auch Karten, Einladungskarten oder auch wenn man vom Urlaub auch eine Postkarte verschicken möchte, kann man sich die theoretisch auch zu Hause vorbereiten, im Urlaub schreiben und hier wegschicken. Also auf jeden Fall mag ich das Set, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, sehr cool. Mit dem was zu machen. Ja. Unsere Stempel sind wie immer limitiert, werden also nicht nachproduziert, sind made in Germany. Und kosten einzeln 26,90. Zuzüglich Versand. Und wenn ihr es im Abo habt, dann bezahlt ihr 21,90 pro Monat. Das sind dann, läuft dann ein Jahr. Das ist unsere Laufzeit. Genau. Und wer wissen will, wie das Abo genau funktioniert, verlinke ich hier oben das Abo-Erklärvideo. Da ist dann alles genau erklärt, wie das Abo funktioniert. Und wenn noch was unklar ist, dann schreibt uns einfach an. Jo, genau. Das war Monatsstempel Juli 2024 im Detail. Und wir gehen jetzt die Messe aufbauen. Jo. Ja? Und wir sehen hoffentlich morgen einige live. Oder am Sonntag. Das ganze Wochenende. Das ganze Wochenende. Stuttgart, Korntal, in der Stadthalle. Jo, wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.